Bonsoir et bienvenue dans l'Actu Eum News Magazine von der Redaktion von Kanal Indische Woche auf dem Programm. Der Beweis, dass euch welche Deutsch lernen können, Schüler vom Kollegium von Samoris, die die Schweizer Literatur auswendig kennen und Ischi Revue in zwei Sprachen. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Biedermann und die Brandstifter ist eines der bekanntesten Werke des Zürcher Schriftsteller Max Frisch. Die Hauptfigur, der Gottlieb Biedermann, erlebt hier ein vermittbares Schicksal wegen seiner Fähigkeit, seiner Dummheit und seiner Verblendung. Ein Meisterstück von der deutschen Literatur, das man am besten euch auf Deutsch spielt, euch, wenn man Welscher ist. Das zumindest glaubt man im Kollegium von Samoris. Da sind rund 20 Schüler seit ein paar Monaten an diesem Stück am Arbeiten. Wie sie bei der Hauptprobe dabei waren, mit der Frage: Deutsches Theater und welche geht das überhaupt? So, ich bin schwach machen. Ouais, mais justement, là, on parle pas trop. Donc là, tu vois, là, y a Eisenring Biedermann. Eisenring Biedermann. Let's go! Meinst du eigentlich ein Hauseigentümer? Es ist nicht zum Lachen. Meine Frau ist herzkrank. Siehst du? Ja, meine Frau hat die halbe Polterei und überhaupt. Was machen Sie da eigentlich? Oui, für Tarif. Ja, man muss schon ein bisschen verrückt sein. Man muss es halt wollen. Man muss Theater und natürlich auch das Deutsch gerne haben. Und eben ein bisschen spinnen. Ich habe wieso. Die Schüler begeistern sich für deutsches Theater. Natürlich ist das viel interessanter für sie, als dumm und stur die Vokabeln zu lernen und immer auf Noten bedacht sein. Nein, im Gegenteil, da wird gelacht, da wird sich amüsiert. Und das haben die Schüler natürlich sehr gerne. Und dafür spenden sie viel Zeit. Sie verbringen viel Zeit auf der Bühne. Und das hat schon seinen Vorteil. Mein Name ist Schmitz. Schmitz Josef. Ich glaube, es hilft schon, das Deutsch besser zu verstehen als auf eine andere Art und Weise. Ein bisschen lockerer halt. Sympa. Hier ist Marmelade. Oh, danke. Hier ist Hund. Danke. Eins nach dem anderen, Madame. Eins nach dem anderen. Es hilft beim mündlichen Ausdruck und ist allgemein eine interessante Erfahrung. Wir haben es lustig zusammen. Klar, müssen wir auch auswendig lernen, aber ich kann jetzt schon besser Akzent und kann mich allgemein besser ausdrücken auf Deutsch. Mieux en allemand que avant. Et Pierre bien devant, hein, quand te voit, hein. Wieso nicht? Weil selber schlafen ist. Es ist leider Tag. Gehen wir schlafen. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen dem Akzent. Ich habe angenommen, sie reden in allen Arten das Gemisch aus Französisch und Deutsch. Doch jetzt sind fast alle bilang. Die sind wirklich gut. Qui va pas forcément comprendre toute la pièce. Mais... Klar versteht das Publikum sicher nicht das ganze Stück. Doch die Stieler spielen so ausdrucksvoll. Es gibt viel Musik und ein Lichtschau. Das alles macht das Deutsch viel attraktiver. Die Sprache so zu sehen, macht einem richtig Lust. Ça, on a envie de voir l'allemand.
Und Stück gibt es diese Woche unter anderem auch noch in den Kollegien von Sitten zu sehen. Wir gehen jetzt über zu unserer Revue, euer Gemisch, uns zwei Sprachen, zwei Regionen und Neuigkeiten. Mittwoch, 29. Oktober. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Am Mittwoch hat es bei uns eine Doppellektion gegeben vom neuen Propst vom grossen St. Bernhardtum Jean-Michel Girard. Erste Lektion auf Canal 9, Bescheidenheit. Auf die Frage, wie er zu seinem Hochwürdentitel stege, sagt er kurz und bündig, er sei dankbar für jeden, den er nicht so anreden. Merci. Die zweite Lektion auf Kanal 9. Euer Propst vom grossen St. Bernhard kann Deutsch reden. Etwas ganz Neues für mich. Am Mittwoch immer noch auf das Mal ein Drama. Eins von 12 Sternenprojekte für die 200 Jahre Feier vom Wallis ist verloren gegangen. Effectivement, il y en avait 13, aujourd'hui on en a 12. Il y en a un qui a été arrêté, c'est celui de l'Office du Tourisme de Sion. Klares Zeichen, die Revolution, nein, die Reform 21 ist im Anmarsch. Madame, Monsieur, bonsoir. Herzlich willkommen zu den Walliser Nachrichten. Donnerstag unglaublich. Der EHC Fischb gewinnt in den Achtelfinals vom Schweizer Cup gegen Davos. Die Liternenhalle hat gebebt. Oui, je sais pas, si on attendait ça, on savait qu'il fallait sortir notre un gros match quasi parfait. Und hier wäre die Zusammenfassung auf Deutsch. Hörer geil. Bienvenue dans ce journal. Guten Abend miteinander. Am Freitag haben die Kollegen von Canal 9 gespässige Interviews gemacht mit dem Croutillon Theater, wo zurzeit seine traditionell und satirische Jahresrückschau übt. Dieses Jahr mit der Erkenntnis, es hätte hier genügend Leute für die Walliser Gerichte zu füllen. Moi, je suis vaudois, donc voilà, c'est pas grave, mais... Il y a quoi remplir les tribunaux au Valais, c'est très cool. Unterdessen hat die Oberwalliser Redaktion eine Maschine angeschaut, die in Zukunft vielleicht durch Quecksilber verseuchtes Land könnte waschen. Klischeemässig könnte man jetzt sagen, dass die Unterwallis-Schino-Affäre mit Humor angeht, das Oberwallis hingegen mit System und Präzision. Aber Klischees sind ja nicht gut, darum sagen wir es auch nicht. Das war es für diese Woche. Besten Dank für euer Interesse. Nächste Woche gibt es kein Aktu, weil es ist Grossrat. In diesem Fall haben L und L und Französisch Sorge. Bonne soirée.